Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Rimworld. Ja, in der letzten Folge ist Vasallo zu uns übergelaufen und wir konnten 3 neue Gefangene machen. Und Vasallo braucht jetzt ein eigenes Schlafzimmer und da sie ein Snob ist, müssen wir erstmal hier etwas vergrößern. Viper, hast du kein Schlafzimmer? Ja, du wurdest immerhin versorgt. Braune versorgt alle anderen momentan. Braune, Peluso. Viper hat echt kein Schlafzimmer? Ja gut, dann brauchen wir ein paar Schlafzimmer mehr. Nun gut. So, das ist hier erstmal für unseren Snob. Hey, jawohl. Da wird das Ganze hier auch nochmal vergrößert. Und dann bauen wir hier für Viper auch mal ein Schlafzimmer auf. So. Kann ich da nichts hinbauen? Nee. Das ist schlecht. Vielleicht stürzt ihn ja nicht. Nee, hoffen wir mal wirklich, dass es ihn nicht stört. So, dann kommt hier noch eine Kopie von einem Marmorbett hin. Eine Lampe. Dann brauche ich ein paar Kopien von dir. So. Braune, was machst du gegenwärtig? Du spielst Schach. Wie wäre es, wenn du dich erstmal primär ums Bauen kümmerst? Aha. Ja, dir geht's mal gar nicht so gut. Momentan. Woran hängt's denn? Alkoholentzug. Naja, wir werden sehen, ob das so hinhaut. Braune, wo spielst du denn Schach hier drin? Bei Trevino. Und dann gehst du schlafen? Es ist mitten am Tag und alle schlafen. Soll uns recht sein. Nee, die Stromkabel brauchst du jetzt noch nicht reparieren. Du schlachtest jetzt mal sämtliche Tiere, die du finden kannst. Könnte mal bitte irgendein Baumeister aufstehen? Ist ja wirklich schlimm mit euch. Na komm, bau hier mal ein paar Betten auf, ein paar Zimmern. Ich hoffe mal, wir haben genug Marmor. Jawohl, Peluso jagt weiter. Und Trevino kocht. Sehr schön. So, ist gut. Ja. Vasallo, das Bett bekommst du dann später mal. Ja, du isst erstmal Kartoffeln. Als hätten wir nichts anderes. Dann verfütterst du Kartoffeln an unsere Gefangenen. Zusammenbruch. Ein Pessimist. Was hast denn du vor? Kartoffeln essen? Na, wenn es nichts Schlimmeres ist, Vasallo. Ja gut, du heiterst Flamingo auf. Das finde ich ja sehr nett von dir. Mensch. Kannst du mal bitte keine Materialien. Weißt du was? Keine Pause für dich. Du brauchst dir erstmal Gerätschaften. So, danach müsste es Vasallo bald wieder besser gehen. Ja. Dein Zimmer wird irgendwann mal fertiggestellt, keine Sorge. Bring Kartoffeln zu Cobra. Trevino, was machst du? Kochen.
Ja, so soll das auch sein, würde ich mal behaupten. Da müssen nicht alle das hohe Zeug essen. Ist ja fürchterlich. Mhm. Mensch, bau mal bitte das hier auf. Hast du keine Lust zu? Anwerbungsgespräch ist in Ordnung. Dann gehst du zu Madeleine rüber, probierst da dein Glück auch nochmal. Moment mal kurz. Das da brauchst du ja gegenwärtig nicht. Da können wir uns das Silber sparen. Dann ist ja gut. Keine Pause, wenn ich bitten darf. Mhm. Die nächste Anwerbung läuft. Viper, was machst du gegenwärtig? Klopfst noch ein paar Steine, alles klar. Ja, ist das hier in der Heimzone? Gut, dann sollte jemand gleich mal vorbeikommen zum Löschen. Gut gemacht, Braune. Links ist einer, der hier aufpasst. Mensch, bringt zum Madeleine eine leckere Mahlzeit, ist in Ordnung. Viper hat sich wieder beruhigt. Alles klar. Ja, du bearbeitest uns noch ein paar Steine, damit wir hier weiterarbeiten können, damit du bald ein Schlafzimmer hast. Ah, sehr gut. Vasallo baut ihr eigenes Zimmer auf. Wir haben kein Marmor mehr. Da kommen wieder 20 Steine. Ach komm, verbrauch doch jetzt nicht die ganzen Rohstoffe, die brauchen wir ja noch. Albuquerque baut auch mit. Ja, da geht doch mal was voran. Ja, jetzt liegt Viper da auf dem Boden rum. Das ist wirklich eine sehr schwere Zeit. Eieieiei, Braune, reparier einfach mal die Tür, genau. Wie schaut es denn eigentlich mit deinem Entzug aus? 83%? Vielleicht haut das ja so weit hin. Die Tür sollte ich im Auge behalten. Ganz genau, da repariert immer wieder einer. Ist doch gut. Dass Vasallo erstmal ihr eigenes Zimmer aufbaut, ist ja auch interessant. Ja, Strom müsste eigentlich da sein. Verlegen wir es mal vorsichtshalber bis dahin. Oh, Albuquerque ist nicht so ein guter Konstrukteur, wie es aussieht. Vorratskapsel, was haben wir denn da? Schokolade. Bitte mal abholen. Madeleine, du dürftest dich mal kurz beruhigen. Moment, Mensch. Geh mal hier hin. Wird von Vasallo benutzt. Oh oh. Vasallo ging reparieren. Beruhig dich. Oh, gut. Ja, du darfst deinem Tagwerk nachgehen. Sehr schön. Oh, Waschbären hat ein Pyjama an. Und wir haben kein Fleisch mehr. Ernsthaft? Du versuchst dir Samantha zu rekrutieren. Vasallo, was stimmt denn wieder nicht mit dir? Ach, dein Asthma. Ja gut, vielleicht sollten wir für dein Asthma die Billigkräuter nehmen. Mensch, du müsstest für mich mal irgendwas machen. Ja, du bist halt kein Koch, ne?
bist auch kein Koch. Nun gut, dann fütterst du hier erstmal Flamingo. Suchst Krähe zu rekrutieren. Mhm. Keine Materialien. Viper, hol Steine. Neuer Rekrut? Samantha, herzlich willkommen. Ja, da darfst du direkt mal wohnen. Ja, schlaf auf dem Boden. Was kannst du denn für mich tun? Ja, reinigen ist nichts für dich. Das haben wir schon verstanden. Pflegen ist nichts für dich. Bettruhe kann von mir aus auf die 2. Umschalten darfst du bei Gelegenheit. Aufsehen kannst du. Dann würde ich mal sagen, reduzieren wir es mal bei euch beiden. Fürs Kochen hast du eine Passion, aber da habe ich schon genug Leute. Jagen auf 3. Das können wir mal alles auf eine 4 setzen. Oh, schneidern kannst du gut. Nun gut, das sind dann deine anderen Hauptaufgaben. Samantha? Ah, wird bereits für Viper benutzt. Nun gut. Können wir bald noch mehr Leute? Trevino, rumpel mir bitte nicht durch die Fallen durch. Was holst denn du? Eine Kreatur zum Schlachten. Ach ja, wir haben keinen Strom. Warum haben wir keinen Strom? Die Batterien leer sind. Ja, Albuquerque geht's auch gerade nicht so super. Zum Glück ist er Pazifist. Das macht so einiges leichter. Und Braune bastelt hier weiter. So, Viper. Viper. Ab sofort schläfst du hier. Sehr gut. Samantha. Etwas spazieren. Mhm. Moment, Samantha, wofür haben wir dich eingeteilt? Zum Aufsehen hauptsächlich, genau. Ja. Er ist ein bisschen verwirrt, der Junge. Aber er tut niemandem weh. Ah, Braune forscht mal wieder. Das ist doch schön. Vor allem, wir haben ein bisschen Strom übrig. Moment. Stromkabel. Ach ja, wir haben kein... Der Generator ist nicht angeschlossen. Wir haben kein Holz mehr. Vasallo, kannst du... Ach, machst du bereits. Ist doch gut. Brauchen wir wieder frische Gräber? Nein. Vasallo, kannst du mir mal einen toten Menschen essen? Viper? Begrabe mal, damit wir nicht die ganzen Leichen hier sehen müssen. Mhm. Mensch. Du begräbst den hier? Vasallo, was machen denn deine Fernkampffähigkeiten? 2. Gut, dann rüstest du mir mal diesen überlegenen Bogen aus. Oh, eine 6. Doch bestimmt noch irgendwo ein Bogen rum, oder? Oder haben wir den bereits eingesammelt? Wissen wir nicht. Hatten die echt nur einen Bogen? Naja, fürs Erste reicht das.
Ja, Samantha ist auch verwirrt, warum? Rohe Nahrung, abscheuliche Umgebung, auf dem Boden geschlafen, ungemütlich. Abscheuliches Schlafzimmer. Dann putz doch mal. Ja, nicht zu fassen, ne? Vasallo wird nicht putzen, oder? Nein, kann sie nicht. Rasend vor Wut. Madeleine explodiert. Kann mal bitte jemand die Tür reparieren? Mensch. Ach, Bluse macht das schon. Nun gut. Du könntest mal wieder die Medizin hier anpflanzen. Aha. Moment. Wer hat hier einen toten Menschen gegessen? Ach, einer unserer Grizzlybären. Jagen wir dich mal. Ja, wenn sich Albuquerque mal beruhigen würde, dann könnte er mal wieder putzen, ne? In Dunkelheit. Ja, dann geh doch schlafen. Oder mach irgendwas anderes. Wo rennst du hin? Eieieiei. Nun gut. Weißt du was, Albuquerque? Oh nein. Madeleine ist entkommen. Ich bräuchte da mal von irgendjemandem Hilfe. Braune? Nein. Viper. Na komm, einfangen. So. Im Nahkampf angreifen, wenn ich bitten darf. Sehr schön. Einmal fangen. Nein, Steine brauchst du gegenwärtig nicht bearbeiten. Schlafen ist vollständig geheilt. Mensch, du bitte ebenfalls. Braune. Behandle die mal einfach. Vielleicht sollte ich dafür nicht die gute Medizin hernehmen. So, die schlechte Medizin für Madeleine. Wie geht's dir denn? Ja. Bald hast du es hoffentlich geschafft. Samantha hat sich beruhigt. Was macht sie eigentlich den ganzen Tag? Wir brauchen dringend wieder Fleisch. Peluso? Füll mal das Teil hier erstmal auf, bevor du irgendwas anderes machst. Ganz genau, dann haben wir ein bisschen mehr Strom übrig. So, Braune versorgt hier erstmal alles. Und jeden. Ah, Albuquerque hat sich gefangen. So, wo steckst du da? Also hier auf 3. Dann tust du erstmal wieder primär putzen. Alte Putze. Geht es uns vielleicht doch ein bisschen besser. Oh, seltene Tumbadore. Naja. Da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Oh, und wir sind gar nicht vorangekommen. Ist ja sehr nett. Naja gut, die einfachen Mahlzeiten müssen es vorerst noch machen. Aber ich würde sagen, meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.